A2.3. Der Punkt T liegt auf der Strecke QS mit RT parallel zu PQ. Das Dreieck EFT ist die Grundfläche der Pyramide EFTS mit der Spitze S. Zeichnen Sie die Pyramide EFTS in das Schrägbild zu A2.0 ein, berechnen Sie sodann das Volumen V der Pyramide EFTS. Also Schritt 1 zeichnen. Wir brauchen den Punkt T und wir wissen hier zwei Dinge, nämlich der Punkt T liegt auf der Strecke QS. Und RT liegt parallel zu PQ. Also die Strecke QS ist hier irgendwo. Ja, da liegt er irgendwo drauf. Und jetzt Q von liegt auf der Strecke QS. Und jetzt die Strecke RT liegt parallel zu PQ. Hier unten ist die PQ, also dazu parallel. Dafür nehmen wir jetzt dann unsere Geodreieck heißt. Das war unser Lineal. So. Und zeichnen dann hier im Prinzip einfach die Parallele ein. So. Ja, Stift, komm, jetzt. So, damit haben wir also hier unseren Punkt T gefunden. Und jetzt müssen wir noch die Pyramide vervollständigen. Es gibt eine Pyramide EFTS. Also hier die zwei Punkte verbinden. Und F und T, E und T noch miteinander verbinden. Na, komm. Jetzt. So, dann ist meine Pyramide auch schon vollständig. Man kann sie auch noch mit Farbe anzeichnen, wer möchte. Ist jetzt aber nicht notwendig. So, eingezeichnet ist es. Jetzt heißt es, berechnen Sie sodann das Volumen V der Pyramide EFTS. Schritt 1, ich schaue mir eine Formelsammlung, wie die Volumenformel einer Pyramide ist. Und da sehe ich, die ist ein Drittel mal Grundfläche mal die Höhe. Ein Drittel mal Grundfläche heißt hier in der Aufgabe ist das Dreieck EFT. Also kann ich schon hinschreiben, Fläche von EFT. Und die Höhe ist die Strecke TS. Ja, also die Spitze ist S, also TS liegt senkrecht zu RT, weil das ja parallel zu unten zu PQ liegt. Also kann man hier gleich TS als oder ST als Höhe nehmen. So, jetzt gilt es dran, alles auszurechnen, was noch unbekannt ist. Ja, wir kennen den Flächeninhalt des Dreiecks noch nicht, wir kennen die Höhe TS oder ST noch nicht, muss alles berechnet werden. Und dann können wir es einsetzen. Also, ich fange mal mit dem Dreieck EFT an. So. Nehme ich die Dreiecksformel 0,5 mal Grundseite mal die Höhe. So, als Grundseite nehme ich die Strecke FE und als Höhe dann die entsprechende Seite, die Strecke RT, hat den Vorteil, weil die alle schon eingezeichnet sind. Wenn ich FT nehme, dann müsste ich nur die Höhe zusätzlich berechnen. FT ist auch zusätzlich nicht bekannt, lohnt sich also nicht. So, FE kennen wir schon, oder EF steht hier unten mit den 3,99 cm, haben wir schon oben berechnet in den Aufgaben. Was wir noch brauchen, ist die Strecke RT, die ist noch unbekannt. So, gucken wir wieder rein. Suchen wir einen Dreieck, in dem die Strecke RT drin liegt. Die ist gesucht. So. Bietet sich jetzt mehrere Dreiecke an. Haben wir hier zum Beispiel hier dieses orange Dreieck RTS. So, kenne ich was daraus? Ja, ich kenne die Strecke RS. Die ist bekannt. Haben wir vorhin schon mal berechnet, ist nichts anderes als PS minus PR. Waren die 8,94 minus die 3, also die ist 5,94 lang. So, ST kenne ich ja nicht, die will ich ja auch berechnen, die habe ich ja hier noch drin stehen in der Volumenformel. Also brauche ich irgendwas anderes. Pythagoras funktioniert nicht so einfach. Überlege ich mir, kenne ich noch einen Winkel in diesem Dreieck? Ja, ich kenne tatsächlich einen. Warum? In der Aufgabe, eigentlich in der muss es gewesen sein, da haben wir den Winkel QPS berechnet mit 63,43. Das ist der hier unten, aber liegt auch gleichzeitig hier oben drin. Ja, RT ist parallel zu PQ, damit ist das ein Stufenwinkel und damit auch 63,43 Grad groß. Ja, hier haben wir also auch 63,43. So, damit haben wir ein rechtwinkliges Dreieck. Die Hypotenuse ist bekannt. Und jetzt in dem Fall die ankathete RT ist gesucht.
Im rechtwinkligen Dreieck funktionieren Sinus, Cosinus, Tangens und Pythagoras. Muss jetzt also nachschauen, welcher von diesen vier Dingern funktioniert mit der Hypotenuse und mit der Ankathete. Ja, und dann bleibt natürlich nur der Cosinus übrig. Also kann ich jetzt aufschreiben, ja, muss ich nochmal unterschachteln. RT will ich berechnen. Cosinus von, was war es, TRS. Winkel TRS ist gleich Ankathete durch Hypotenuse, also RT durch RS. So, setzt man die bekannten Größen ein. Cosinus von 63,43 war der. Ist gleich, die Strecke RT ist unbekannt und die Strecke RS kennen wir mit 5,94. So, kann man wieder in den Solver eingeben oder jetzt das umformen, indem ich hier die Zahl unten wegmultipliziere, also auf die andere Seite rüber. Und dann folgt daraus, RT ist gleich 5,94 mal Cosinus von 63,43. Das kann ich jetzt ganz normal in den Taschenrechner eingeben. Und dann sollte eine Länge von 2,66 Zentimetern rauskommen. So, damit kennen wir schon RT. Prima. Damit kann ich jetzt auch unten den kompletten Flächeninhalt vom Dreieck schon berechnen. Mache ich das doch gleich. A vom Dreieck EFT ist gleich 0,5 mal EF oder FE waren die 3,99 mal die 2,66 von der Strecke RT. So, da habe ich jetzt vergessen, das Zwischenergebnis zu notieren. Tippe ich schnell einen Taschenrechner ein. Sind 5,31 Quadratzentimeter. Prima, damit kenne ich jetzt hier aus der Volumenformel unseren ersten Teil, nämlich die Grundfläche. Jetzt brauche ich noch die Strecke TS. Die fehlt mir noch, dann kann ich alles einsetzen. Ja. Ich schreibe es jetzt im Alphabet richtig. Strecke ST ist ja das gleiche. So, ST. Schauen wir uns nochmal das Dreieck an. Es gibt jetzt mehrere Möglichkeiten zu berechnen. Ja, ich kenne jetzt in diesem rechtwinkligen Dreieck die RT, ich kenne die RS. Die dritte Seite ist gesucht, also wird es Pythagoras funktionieren. Ich habe allerdings auch die Hypotenuse, den Winkel und die Gegenkathete, also könnte ich auch einen Sinus benutzen. Ja, es gäbe noch weitere Möglichkeiten. Ich nehme jetzt einfach, was nehme ich, den Cosinus nochmal, weil ich ihn oben schon benutzt habe, da weiß ich, wie er geht. Quatsch, nicht den Cosinus, den Sinus. Da weiß ich, der funktioniert ähnlich. Ja, Sinus TRS ist gleich die Strecke ST durch die Hypotenuse. So, durch RS setze ich wieder die bekannten Größen ein. Sinus von 63,43 ist gleich, ST war weit unbekannt. RS sind nach wie vor die 5,94. So, jetzt fahre ich nochmal nach oben. Jawohl, jetzt wieder in den Solver eingeben oder aber wieder per Umformung mal 5,94 das unten im Nenner wegbringen und dann folgt daraus ST ist gleich 5,94 mal Sinus 63,43 Grad. Da schreibe ich drunter. Muss ich auch schnell nochmal eingeben. 5,94 mal Sinus 63,43 sind 5,31 Quadratzentimeter. Ja, Quatsch, nur Zentimeter. So, jetzt habe ich alle Größen für meine Volumenformel. Volumen ist ein Drittel mal die Grundfläche war, wo haben wir sie hier oben stehen? Oh, da habe ich ganz schön geschmiert. Das sollte, glaube ich, eine 5 sein. 5,31.
Jetzt hier weiter. Ein Drittel mal 5,31 Quadratzentimeter mal 5,31, so kommt es gleich raus. Ja, und das müssen wir ausrechnen. Ein Drittel mal 5,31 mal 5,31 sind 9,40 Quadratzentimeter. Ja, Kubikzentimeter sogar, wenn wir im Volumen sind. Weicht ein bisschen ab von der vom Lösungsmuster im Internet, hat einfach den Hintergrund, weil ich diese Grundfläche nochmal gerundet habe, also nochmal separat berechnet habe. Ja, gut, sind wir fertig mit der Aufgabe.